Mein Name ist Ralf Kollmann, ich betreibe das Label Mobile Records, 2005 gegründet hier in Berlin. Für mich war es immer wichtig, neue Technologien, neue Formate zu umarmen und die in unseren Business zu integrieren. Für mich ist Dolby Atmos das nächste große Ding. Eine neue Möglichkeit, Musik zu erleben auf allen Ebenen. Mein Name ist Erik Horstmann und ich bin Mischer und Mitbegründer von Immersive Lab, Dolby Atmos Musikproduktion hier in Berlin. Es ist in der Tat so, dass Erik Horstmann mich in die Welt des Dolby Atmos eingeführt hat. Und im Laufe der Zeit haben wir mehr und mehr Projekte entwickelt und gemeinsam realisiert und auch angefangen, darüber nachzudenken, wie kann man das weiterentwickeln. Ich kratze jetzt fast an der 600-Titel-Grenze in Dolby Atmos. Und die man tatsächlich im deutschsprachigen Raum am meisten kennt, ist natürlich sowas wie Helene Fischer oder auch Robin Schulz, Moderat im elektronischen Bereich, Rodriguez Junior. Ursprünglich bin ich selbst auch ein Musiker. Ich wollte im Prinzip diesen technischen Kino-Workflow mit der Passion der Musik probieren zu verbinden. Und da war für mich eben Dolby Atmos tatsächlich das Mittel zum Zweck. Es ist mit Sicherheit so, dass sich elektronische Musik hervorragend eignet für Dolby Atmos. Man arbeitet mit synthetischen Klängen. Die darf man auch mal im Kreis fliegen lassen, sage ich mal so plakativ. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir als Label, das im elektronischen Musikbereich verankert ist, irgendwie dieses Format so lieben und das einfach auch pushen wollen. Die verschiedenen Abspielszenarien, wo Dolby Atmos überall quasi stattfinden kann, sind für uns im Studio sehr wichtig. Wir machen eine Fassung, ein Dolby Atmos Mix. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass der Mix, den wir da erstellen im Studio, dass der natürlich all diesen verschiedenen Abspielsituationen auch standhält. In dem Moment, als Dolby Atmos auf Kopfhörern hörbar wurde, war das für uns der Moment, wo wir verstärkt auf dieses Format gesetzt haben. Momentan ist es so, dass unsere Produktionen auf Streaming-Plattformen verfügbar sind. Ja? Aber wir denken natürlich auch darüber nach, wie das in Zukunft live dargeboten werden kann. Und da sind wir nicht weit von entfernt. Wir machen es aber mittlerweile auch so, wir versuchen uns auch zurückzuarbeiten, ne? Also auch in den Backkatalog. Und das bietet uns natürlich auch neue Marketingmöglichkeiten. Wir können auch Alben, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, nochmal neues Leben einhauchen und dem einen neuen Produktzyklus geben. Am Ende des Tages, was die Künstler wollen, was die Produzenten wollen, ist Emotionen transportieren. Und Emotionen können wir jetzt tatsächlich einfach aus verschiedenen Richtungen transportieren. Und das unterstützt im Prinzip nur die Message des Songs, die Dramaturgie des Songs. Also es ist tatsächlich ein umhüllendes Erlebnis. Ich glaube, dass sich Dolby Atmos durchsetzen wird als Standardformat. Und es ist wichtig, dass auch die Künstler mit diesem Format lernen, umzugehen. Wenn sie wissen, was im dreidimensionalen Raum kreativ möglich ist, werden sie anders an die Komposition herangehen. Im Stereo ist es oft so, man lässt viele Sachen weg, weil man muss es in zwei Kanäle reinpressen und vielleicht ist es gar nicht hörbar. Und im Dolby Atmos haben wir aber ein paar mehr Lautsprecher als zwei oder auch ein bisschen mehr Raum, Platz zur Verfügung, sodass man tatsächlich dazu verleitet sein könnte, vielleicht mehr zu komponieren. Der Bestselling Artist auf dem Label, Rodriguez Junior, war ein paar Mal hier und ich gehe felsenfest davon aus, dass dieses Erlebnis, was er hier hatte, auch in seine Komposition mit einfließen lassen wird. Also ich hoffe natürlich darauf, dass Dolby Atmos und auch Lossless-Formate dazu führen, dass mehr Musikhörer auch eine Wertschätzung für Musik entwickeln und dann entsprechende Premium-Subscription abschließen. Wenn es nur einen kleinen Shift gibt von Freemium-Usern zu Paid-Subscriptions, bedeutet das auch eine faire Vergütung für Künstler und Labels. Ich habe immer für die Sache gebrannt und ja, jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, ein bisschen aufs richtige Pferd gesetzt. Ja, wir arbeiten jetzt aktuell an der ersten Dolby Atmos Compilation und darüber hinaus eben auch den ersten reinen Dolby Atmos DJ Mix zu kreieren, den wir auch gemeinsam mit Apple Music und Dolby bald rausbringen werden.